So, herzlich willkommen wieder hier auf YouTube zum Montagabend-Stream von der Oberon, vom Singleplay Spielstand in Kombination mit lustigem Talk über Steins und Mods und was auch immer. Ne? Und Raven meint gerade im Chat, dass alles wird auf Konsolen und Gamepad ausgelegt. Und deswegen kommen dann so Sachen wie Top-Down-Menüs, Zahleneingaben und Co. leider zu kurz. Dies Jahr mit Gamepads und so weiter. Und da muss ich ihm leider recht geben. So, wie man schön hier oben am Rand sieht, ausgewählter Arbeitsmodus Breitablage. Das gefällt uns direkt schon mal nicht. Das müssen wir direkt schon mal umstellen. Wo geht das? Mähwerk aufklappen, Mähwerk senken. Ja. Erst wenn es aufgeklappt ist. Ah, geht erst mal, wenn es aufgeklappt ist. So. Ach, guck mal, da bewegen sich sogar die. Das ist ja mal geil, ne? Links, rechts, Zeitablage. Das ist ja mal geil, ne? Aber wir gehen jetzt auch mal zusammen in den Mod-Hub. Und zwar hier in-game. Ich hoffe, kein Skript hat mir irgendwelche Fehler reingehauen und beendet mir jetzt das Spiel. Sollte in... Ja, und dann mache ich jetzt mal hier meine Kamera aus, damit ihr auch alles sehen könnt. So, herunterladbare Inhalte. Und dann laden wir uns mal was Neues runter. Ne? Also, installiert ist viel. Updates gibt es nur zu denen, die ich selber gemacht habe. Obwohl die beide nicht aus dem Mod-Hub sind, werden sie mir hier als Update angezeigt, weil sie im Moment entpackt da rumliegen. So, und hier haben wir empfohlen, neu. So, heute gab es wieder mal ein paar neue Sachen. Was ist das denn hier? Ah, das ist das 18 Meter Schneidwerk, wo gerade drüber gesprochen worden ist. Nur für die großen Mähdrescher. Hm. Ah, kann ich verstehen, dass sie nur für die großen Mähdrescher sind. Das steht einfach auf einem kleinen nicht wirklich gut aus, ne, wenn du da so einen riesen Schneid. Aber gut, ne, wenn man es mag. Ja, jetzt steht hier natürlich nichts über Arbeitsgeschwindigkeit, das ist natürlich auch wieder toll, ne? Mir wird gesagt, dass ich alle Informationen in den Mod packen muss und hier steht mal wieder nichts dran. Na gut. Es gibt ein Profil einer Flachbett von Agromodding. Auch nicht. Hier, ne? Ja, sieht auf jeden Fall schon mal schick aus. Vielleicht was für Ball. Ah, es gibt wieder neun großen, mittelgroßen, ne? 260 PS, hallo? Ne? Wer braucht das denn? Ne? Ja, die Krone-Dinger hier sind zurück von Giants, das ist natürlich eine schöne Sache. Wer hat den nicht gehabt, würde ich sagen. Ne? Ladewagen und so weiter. Worauf ich aber hinaus wollte, war dieses Glasbäckchen. Dabei geht es um Ballen pressen mit integriertem Schwader. Das heißt, wir können die Sachen einfach so einsammeln. Und genau das wollte ich mir jetzt mal installieren, um zu gucken, ob es da was gibt. Könnt ihr noch irgendwas anderes empfehlen, was wir brauchen? Was ist das denn hier? Das ist so ein Ding, wo ich eben nicht mitarbeiten kann. Insofern, ne, das meiste hier ist halt nichts für mich. Ich meine, sowas kommt in den Mod-Hub, ne? Ein Minion-Gewicht. Mit eigenem Licht. Hat man da noch Worte? Ein Minion-Gewicht.
Zeig mir einen Bauern, der damit rumfährt. Krone ZX60 Farbwahl, ja. Ist nicht verkehrt. Was ich immer ganz gut finde, ist, wenn man die Arbeitsbreite ein bisschen erhöht. Ein bisschen. Gut, gehen wir mal zurück. Karriere. So. Da sind die beiden Pressen und dann starten wir mal und gucken uns die mal im Shop an. Ja, genau, der Landwirt, der das. Das kann natürlich sein, Tetti, dass das jemand, der das nutzt, gesteinigt wird. Ich müsste mal überlegen, ob ich mir nicht den Chat in die Videos einblenden kann und auch vielleicht in meinen Bildschirm, damit ich den Chat lesen kann, auch wenn ihr, ne, ohne die ganze Zeit immer hier rüber gucken zu müssen. Ne? Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Nicht verkehrt. So, es wird zwar bald dunkel, aber wir haben ja auch bald Juni. Noch sind wir im Mai, aber wir haben ja bald Juni. Im Juni steht die Gerstenernte an und ja, sonst eigentlich nichts. Alle Felder sind ja vorbereitet. Also können wir ja ruhig mal hingehen. Ja, den können wir zusammenklappen hier. So. Mal wieder weg hier. So, dann wollen wir mal schauen. Das Ganze müsste ja Anhänger allen pressen, müsste das ja drin sein. Ne? So. So, und da haben wir die beiden Schätzchen. Ne? Hier haben wir Quaderballenpresse von Klaas. Na, mit diesem Lizard-Ding dran. Auf diese Weise haben wir eine Arbeitsbreite von, ich habe vergessen, wie viel Meter, steht nämlich jetzt hier auch nicht dabei. Das ist wieder gut. War auf jeden Fall einiges. Na, und ja, ist eine Quaderballenpresse, genau wie die hier eine Quaderbaumpresse ist. So, die Alternative dazu wäre, hier haben wir diese. Dieselbe, oder? Das, ja, das ist auch die 90er. Dann haben wir hier die Fast Bale. Irgendjemand hat eben was geschrieben, was gut wäre. Die Fast Bale ist gut, habe ich da geschrieben. Ja, habe ich da gelesen. So, die Fast Bale ist gut. Warum ist die Fast Bale gut? Sie macht Rundballen. Ich meine, irgendwas müssen wir ja machen. Ja, also entweder wir sammeln nachher die Sachen als Rundballen oder wir sammeln sie als Quaderballen. Die Frage ist, was machen wir damit? Ja, wir können Gras direkt pressen zu, ne, und einwickeln. So, du brauchst nicht anhalten, sagt Elendium. Die Presse fährt, ne, sie presst durch. Heißt also nicht wie bei dem einen Mal, wo ich auf dem Server bei euch gewesen bin, dass da die Presse auf einmal nicht mehr aufsammelt, sondern dann erst auswirft und nach dem Auswürfen, ne, dann muss sie wieder zurücksetzen, sondern aber sie macht nur 125er Ballen. Ja gut. Vorteil und Nachteil zugleich. Auf der anderen Seite ist ja auch das Aufladen von Rundballen der zweitmeiste Wunsch für meinen Autoloader. Insofern wäre es ja nicht verkehrt, wenn ich dann auch eine Rundballenpresse hätte. Ja, weil es macht immer Sinn, ne? Es ist noch ein Ansporn, wenn man das, was man macht, auch selber benötigt und auch benutzt oder benutzen kann. Ja, so, und ich denke, ja, es werden wohl Silageballen sein, ne, die wir brauchen. So, 110.000 kostet das Ding, Folienfarbe, ah, super, was für die Mädels dabei, schwarz. Nee, ich will die ja eigentlich sehen können. Ja, natürlich kann man hier wieder nichts anderes machen, ich habe Vicon, Cleveland.
echt nicht viel. Aber wir brauchen 110.000, die haben wir jetzt gerade eh nicht. Da müssen wir noch ein bisschen Kredit aufnehmen. So, dann. Quatsch, falsche Richtung. So, und dann nehmen wir nochmal 100.000 auf. Ja, genau das war gerade mein Gedanke. Ne? Also das Schwarz würde mir wahrscheinlich am besten gefallen, aber wie kriegen wir die dann nachts zu sehen? Genau. Mir ist schon mal ein Ballen weggelaufen. Der ist nachts weggerollt, weil schräges Terrain. Terrain. Und was ich schon habe, weil ich das mal für Aufträge gebraucht habe, ich habe bereits diesen Ballen Ladewagen, den großen. Ne? Also erstmal kann ich die Ballen zumindest laden. Ich habe allerdings im 22er echt noch nie Ballen gemacht. Ne? Also abgesehen von einer Mission mal auf irgendeinem Grasfeld und danach wurde da was anderes drauf gemacht. Deswegen, ja, ich denke, die Fast Bale, ne? Die Vicon Fast Bale, das ist jetzt, ist dann wohl die erste Wahl. Musst du 2 Ingame-Tage liegen lassen. Ja, 2 Ingame-Tage. Wahrscheinlich ist es eher wieder Monate, ne? Wie viel Tage hat bei dir ein Monat? So, wir nehmen dann blau. Warum blau? Naja, ich hoffe, dass ich die irgendwann dann auch mit Farbwahl kriege und dann gibt's die auch in blau. 2 Tage. Das heißt also, du hast einen Monat gewartet. Im Endeffekt. Ja. Naja, das macht ja nichts. Wir können die ja dann irgendwo hinlegen erstmal, ne? Warten aufs Ballenlager. Wieder mal Seitenstiche hier. Ne? So, die kaufen wir dann auch, weil wir nehmen das alles nachher mit auf die Marsch. Also ich nehme das alles mit auf die Marsch und dann sehen wir das schon mal. So, ja. Dann haben wir hier 2 schicke neue Geräte. Ja, wir lösen das Problem ja morgen zusammen. Da bin ich mal einfach zuversichtlich. So, ich würde sagen, ja, pressen wir ein bisschen Gras. Aber wir müssen das ganze Gras hier auch noch sammeln. Haben wir hier noch irgendwas? Ach, guck mal, hier mal. Fahr mal. Wir fahren mal zu unserem ersten. Was? Ist zum Glück nicht weit. Ja, jetzt stehen hier noch die ganzen Bäume rum. Das ist natürlich blöd. Was passiert eigentlich? Was passiert eigentlich? Da muss er aufpassen. Ich weiß nicht, ist die Fastbail von Giants? Ansonsten brauchst du ja die Erlaubnis vom Modder, ne? So, das Gebiet hier gehört noch uns, allerdings nur auf der rechten Seite. Also stellen wir doch jetzt mal die Spatablage. Spat recht. Reitablage. Spatablage wäre dann Mitte. Links. Nee, rechts. Wenn ich sage Spatablage rechts, warum macht er dann rechts die Klappe auf? Würde er sagen, er muss links die Klappe auf. Ja. Wo er jetzt den Spat. Oh, da kommt. Ja, wenn die von Giants ist, dann ist das, soweit ich weiß, erlaubt. Sonst würde ich auch rechtliche Probleme kriegen mit meinem. So. Entschalten. Guck mal, wo der jetzt den Spat hinlegt. Nicht das, was ich erwartet habe. Ne? Also er legt ihn ja in die Mitte und rechts. Nicht das, was ich erwartet habe. Dann stellen wir Spatablage auf Mitte. Damit wir auch gleich einfach nur sammeln können. Das soll ja jetzt das Ziel sein, dass wir das einfach gleich einsammeln. So, ich mag hier so ein paar Hilfsmittel haben.
diese, ne? Also das finde ich vom e.V. ganz toll, dass man sich das zeigen lassen kann. So, irgendwann müsst ihr jetzt kommen, du hast keinen Zug. Weil hier vorne am Feldrand müsst auch irgendwann mein Feld. Da ist. Also dieses Ding ist echt nass. Im Anhieb. Also theoretisch gehört mir dieses Feld. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich damit ins Feld renne? Weiß das jemand? Ist denn das Feld kaputt? Muss ich also aufpassen, wie ich daran vorbeifahre? Oder kann dieses Ding dem Feld nicht? Wenn es nicht erntereif ist, passiert nichts. Also eigentlich gehört uns dieses Stück hier schon gar nicht mehr, laut Übersichtskarte. Aber ich nehme an, wenn ich, ne, das ist so da vorne, hat er jetzt was nicht weggenommen. Ich denke, das liegt aber eher an den Unebenheiten, ne? Wir mal so ein Stückchen ins Feld rein und gucken mal, Aussage auch stimmt. Ja, ich würde sagen, die auch. So, das heißt, wir brauchen hier nicht so vorsichtig zu sein und können hier nah ans Feld ranfahren, weil wir wollen ja so viel wie möglich von dem Gras mitnehmen. Und dann gucken wir mal, was wir hier so Feld 43 mitnehmen können. Danach fahren wir mit der Baler dran vorbei und pressen uns. Wie sind denn hier die Besitzverhältnisse? So, lass mal gucken. Also eigentlich gehört uns der Feldweg nicht mehr. Das heißt, er müsste jetzt hier vorne mal sagen, dass kein. Schon lustig, wie er da jetzt eigentlich statt, ne? Boah. Mal, aber so auch noch mal dran vorbeifahren können, dann legen wir uns noch den Feldweg voll, wenn er es zulässt. Also ihr seht ja, auf der einen Seite vom Feld, vom Feldrand da mäht er mit dem Mähwerk, auf der anderen Seite nicht. Ah, danke, Raven. Genau das haben wir ja jetzt hier gerade gesehen, dass es genauso ist, wie du das. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der in echt so lange braucht, um die Seiten hochzukommen. Doch ein Fehler, oder? Ja, das mit der Bildqualität, das wissen wir jetzt schon. Wir wissen nur noch nicht, ob es an geänderten Einstellungen durch OBS liegt oder ob es eher an allgemeinen Problemen bei Twitch im Moment liegt. Gestern waren auch so einige Streams voll für den Arsch. Das werde ich dann nachher, wenn ich mir die Videos anschaue, die ja gerade aufgenommen haben. Aufgenommen werden für YouTube, werde ich mir das nochmal anschauen, wie das dann dabei ist. Ja, mit dem sollte man vielleicht, mit ihm selber sollte man vielleicht nicht ins Feld fahren, wenn man die Fruchtzerstörung wie ich anhat. Könnte übel werden. Können wir halt nicht mähen, solange die Bäume dann. So.
Jetzt sind wir mal frech und parken einfach auf das Dach. So. Hier haben wir unseren, vielleicht ein bisschen übertrieben mit einem Big M. Beziehungsweise mit einem Fan 1050 eine kleine Ballenpresse zu ziehen, aber der war ja gerade frei. So, was können wir denn hier? Boah, Pickup senken und heben. Das Menü hier aus. Brauchen wir gerade nicht. Senken und heben ist schon mal klar. Helfermenü öffnen, Pickup senken. Automatisches Ablegen, habe ich gehört, ist ganz gefährlich. Weil wenn ich sage automatisch ablegen, dann wickelt er sie nicht. War das soweit richtig? Das heißt, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt das automatische Ablegen, wenn das an ist, macht er mir dann Ballen, also Silageballen, weil eigentlich will ich ja jetzt Silageballen. Ablegen ist unabhängig vom Wickeln. Okay, also aktuell ist ja das, das automatische Ablegen abschalten steht da, das heißt, es ist gerade eingeschaltet. Presse aufklappen, das ist schon mal eine gute Idee. Das macht Sinn. Pickup senken, Ballenpresse zuklappen, so. Das heißt, wenn ich, ich fahre jetzt erstmal machen. Einschalten. Ja, also das kenne ich aus dem 19er. So, jetzt machen wir uns hier auch mal wieder diese an. Krass. So. Heu und Stroh werden nicht gewickelt. Bei Gras macht er automatisch die Lage. Das heißt, hiermit habe ich keine Chance, Gras in mein Silo zu kippen. Richtig? Gut. Man muss es ja nur wissen, ne? Und jetzt einfach weiter. Klingt das auch nach einem Mod. Ach, stimmt, woher sollen die das wissen? Macht Sinn. So. Grundballen kommt raus. Schönes Babyblow. Das ist doch was für Innenansichtbahn, denke ich. Vor allen Dingen, wenn man sich ja nicht mehr darum kümmern muss, ob die eingeladen, also ob, ne, dass die quasi jetzt mal stoppen muss. Weil man ja einfach weiterfahren kann. Auf jeden Fall nice. So richtig. Mal schauen. Ob ich die Innenansicht war, noch alles mitgenommen habe. Oh, natürlich nicht.
Das mag ich an der Presse von PBS Mod so. Der hat die ein bisschen, ein ganz klein bisschen breiter. Das ist also jetzt nicht, ne? Also ich habe jetzt hier eine Arbeitsbreite von 2,80 Meter. Das heißt, ein Einzugsbereich von 2,80 Meter. 1,80 Meter ist nun mal echt nicht viel. Ne? So. Wenn ich jetzt aber überlege, dass ich Strohpresse und mit dem Drescher übers Feld fahre und immer dann, wenn ich den Drescher anhalte, um ihn abzutanken, macht er mir einen großen Haufen. Ja, der Haufen ist dann, ja, groß. Ja, oder ne, hier diese Kuh. Er hat nicht alles mitgenommen, weil die Presse nicht breit genug ist. Und dann fängt man wieder an zu rangieren. Gut, solange man jetzt nur schöne gerade Stücke hat, ne, und beim Rasenmähen ist das. Hab ich das vergessen? Ne, beim Rasenmähen hat man ja normalerweise diese Knubbel nicht. Ne, aber auch hier, man sieht schon, die Arbeitsbreite und die Schwattbreite sind schon eng beieinander. Ja, so 20 cm auf jeder Seite. Ich meine, man muss es ja nicht übertreiben. Ich meine, man hat 2,80 Meter, 20% mehr wären, das denke ich persönlich über alles, ne? Also, ob man jetzt hier von Ballenpressen und der Arbeitsbreite ausgeht, wenn man von der Arbeitsgeschwindigkeit ausgeht, dann bin ich der Meinung, dass ein guter Bauer mit guter Wartung und Pflege seiner Maschinen, durchaus, das wird wichtig. Komme ich da nicht dran? Die wird hier eh nicht liegen. Ich habe jetzt hier gerade 1800 drin. Ah doch, liegt schon ganz schön viel. Ja, da würde ich sagen, müssen wir jetzt erstmal. Das ist nur echt übertrieben, wenn ich den nehme für den Ladewagen, ne? Die Frage ist, wie breit ist so ein Schwatt vom Drescher, ne? Wahrscheinlich sogar noch von Drescher zu Drescher unterschiedlich, ne? Aber wenn ich so einen großen Drescher habe. Oh, falsch. Ich glaub, man kann das ja noch gar nicht. Immer. So. Arbeitsstellung Button 4. Dann fahren wir jetzt erstmal ein bisschen einsammeln. Ach so, mit Kette ist doch nett. Auch schon wieder aufgegeben. Wirklich erst da hinten den ersten Ballen fertig, ist da schon einer weggelaufen. So, die müsste er ja problemlos auf. Bleibt er da tatsächlich hängen? Bodens. Was wieder Realismus, ne? Oh, 24 Ballen ist natürlich auch nicht wenig, ne? Man so einiges braucht.
auch die Animation von diesem Wagen. Ne? Ich habe mir den für irgendwas zu laden gekauft. Und am Anfang, weil ich dachte, ja, du wirst bestimmt viele Missionen haben, dann wirst du ihn sowieso brauchen. Ne? Also warum sollst du ihn jetzt mieten? Und im Endeffekt benutze ich ihn, habe ich im ersten Jahr benutzt und seitdem steht er rum. Alles Englisch. Ja. Also ich denke, ja, den Kögel zum Sammeln und wir haben keine Probleme. Ja, ich habe das gelesen, dass man angesäte Grasfelder dreimal im Jahr kann. Der Fehler mit dem Direktsaat für Gras jetzt eigentlich behoben gewesen im Patch, dass weil ich bisher kein Gras gemacht habe, da nicht so drauf geachtet. Kommen wir nicht dran, weil das. Das ist richtig. Ich bin im Moment so, dass ich das Gras an der Einkaufsstation einkaufe. Klingt sinnig. Persönlich habe die Maschinen jetzt eher gekauft, um sie dann nachher schon mal für die Marsch zu haben, wenn es dann auf die Marsch geht. Und mit dem, was ich hier so dann an Gras um meine Felder herum einsammeln kann, mir eventuell das Geld, was ich jetzt für die Maschinen bezahlt habe, wieder zurückverdienen. Also ich denke nicht, dass ich mir jetzt hier nochmal extra ein Grasfeld machen werde. Vor allen Dingen, weil der Plan, mein Plan ist ja auch, wir sind jetzt im Mai diesen Jahres. Die Bäume, die wir jetzt haben, brauchen, müssten theoretisch im November des nächsten Jahres fertig sein. Was wiederum bedeutet, ja. Dann sind sie fertig. Ne? Bedeutet also nicht mehr und nicht weniger. Aber macht es dann Sinn, noch ein Grasfeld sich zuzulegen? Oder macht es eher weniger Sinn? Das ist eine gute Frage. Felder gibt es ja hier noch genug. Kreditrahmen habe ich in der Theorie auch noch genug. Insofern. Hier eben Ballen abgelegt. Aber hier ist blöd. Hat er keinen Ballen hier abgelegt? Echt kein Ballen mehr rausgekommen auf der Strecke? Ehren 1%. Was machen wir denn eigentlich mit Silageballen? Die verkaufen wir doch, oder? Also Silage, wenn sie fertig ist, verkaufen wir. So, und zwar Biogasanlage, Schwarzmarkt, Viehmarkt. Also aktuell würde ich ja sagen, wir bringen sie zum Schwarzmarkt. Natürlich müssen die erstmal fertig werden, weil jetzt im Moment ist es ja nur Gras und da gibt es ja so gut wie nichts mehr. Naja, hier die Biogasanlage sagt mir, ich kriege 286, wenn ich die verkaufe. Ja, aber in dem Fall würde ich ja sagen, der Schwarzmarkt, jetzt aktuell hat der Schwarzmarkt einen besseren Preis. Ja, müssen wir nachher mal gucken, wo wir die hinlegen, weil wir müssen die auch irgendwo lagern, ne? Ja, und bis zum. Die müssen ja. Und ich glaube nicht, dass der die schön ablegt. Ach ja. Aber gut, noch ist nicht dunkel. Auch wenn es gleich dunkel wird.
aufgeladen lassen. Heißt das, wenn ich mit allem Säen fertig bin, muss ich gucken, dass ich nur einen Wagen voll habe und den Rest liegen lasse? Oder wie meinst du das? Ich meine, ich habe eh nur noch zwei weitere Felder, aber hier dieser schmale Rand hier an diesem Feld, das lohnt sich ja sowieso. Okay, werden auch auf dem Lade. Ja, aber was, wenn ich jetzt mehr wie 24 Ballen da raushole, was mache ich dann damit? Muss ich irgendwo hinlegen, um dann die nächsten Ballen zu holen. Ich kann die doch nicht einfach dann überall liegen lassen. Hält mega ordentlich ab. Okay. So, das hier ist unser Feld. Hier runter, ne, da die Bäume alle noch da stehen, macht das auch keinen Sinn. Das Feld zur Rechten gehört uns nicht. So, ich würde sagen, nee, das macht eigentlich keinen Sinn, jetzt einen Break zu machen für YouTube. Ja. Das macht keinen Sinn. So. Hier habe ich schon alle Bäume weggenommen. Aber bis zum Aufladen habe ich ja vielleicht schon einen Autoloader. Vielleicht kaufe ich mir auch nur diesen Autoloader-Pack auch nur, um die Ballen dann nachher wieder aufzuladen. Ja, wobei ich eigentlich, habe ich so viel Schlechtes davon gehört, dass ich den gar nicht benutzen möchte. So, das sieht schon nach mehr aus, ne? Ich überlege, wir haben für die Maschinen jetzt knapp fast eine halbe Million ausgegeben. Geld muss ja, ne, zurückverdient werden, also mähen wir, was wir können. Hier sehen wir nochmal die erste Wachstumsstufe der Bäume, die wir vor einem halben Jahr gepflanzt haben. Ja, die anderen da hinten sind noch nicht so weit. Das ist vielleicht nicht viel, was hier noch rumsteht, aber wir nehmen mal alles mit. Da werden wir gleich mit dem Ladewagen was werden erfahren. Es wird dunkel. Heißt, bald ist auch wieder Erntezeit. Am nächsten Tag müssten irgendwann die Felder reif werden. Ja, ich mag Verkehrsschilder nicht. So. Na, hier habe ich schon. Was ist das denn jetzt, bitteschön? Was ist das? Das kann ja wohl nicht sein. Wo kommt denn jetzt der Haufen her? Ich gehöre zu unserem Gebiet. Ja, gerade hinten quasi. War aber eine Steißgeburt hier, ne? Was anderes ausprobieren. Da will ich anfangen zu melden. Der ist gar nicht so langsam, der ist nur so langsam, wenn man sich nicht bewegt. Wenn man dann Vollgas gibt, geht er bis daran. Was? Das Becken in der Hose.
Franzosen. Ich denke, auf der Marsch werden sie auch nicht besser fahren, ne? So. Ja, Lendium eher schlechter, das liegt aber dann an den noch nicht komplett definierten Splines, ne? Na, guck mal. Zwischen den Büschen steht auch noch ein bisschen Gras. Richtig, er hat noch Zeit, bis meine Bäume gewachsen sind. So, für heute steht dann noch an, das Gras hier ums Feld sammeln wir noch ein. Und dann kommen wir zum Feierabend. Ja, dann am nächsten Tag wird die Ernte sein. Da werde ich dann mal gucken, dass ich das. Dass ich das dann als Video aufzeichne. Ich bin mal gespannt, wie die Videos von heute geworden sind, ob die auch so eine schlechte Qualität haben, wie das der Fall ist hier im Stream heute. Aber uns gehört ja auch noch Feld 47, also wir haben im nächsten Monat können wir auch noch hier an Feld 47 entlang, an der Bahnlinie entlang und auch im nördlichen Teil, südlichen Teil. Können wir auch noch säen, quasi ernten. Die Frage ist, wird das jetzt eigentlich hier angezeigt? Irgendwie im Gras, das wird jetzt nirgendwo mehr angezeigt, ne? Ah, guck mal. Guck mal, das Gras hat jetzt Düngestufe 1. Die Grasfläche, die ich gemäht habe, sieht man das? Müsste man ja eigentlich mal gucken, ob ich jetzt da mit dieser Grünlandwalze drüber fahren kann. Ne? Hier vorne sieht man schön das Gras, das ich aufgefüllt habe nach dem Pflügen und Mahlen. Und hier, wo ich das nicht getan habe. Ja, also deswegen war das jetzt auch hier viel, viel ertragreicher als hier an den anderen Stellen. Aber das erklärt auch, warum hier diese Sachen so sind. Da müssen wir mal gucken, ob man die nicht eventuell sogar walzen kann. Na, hier vorne kommt dann noch. Aber so. Ballen sammeln. Dann mal gucken. Raus. Ich habe keine Grünlandwalze bei uns direkt. Alle ganz schön düster. Seht ihr genauso wenig wie ich? Schön.
Wenn die ganze Zeit nur redet und redet und redet und keiner redet mit einem. Gute Nacht, Millennium. Na, wenn man quasi Alleinunterhalter spielt, ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend ist. Ja, eigentlich einer, der immer sehr viel und sehr gerne redet. Aber halt nicht vor Publikum, aber im Moment hier so in der Kamera, wenn man das Publikum nicht direkt sieht. Geht's. Ja. Jetzt krieg ich einen Bail Counter. Da muss man auch wieder warten, bis sowas als Mod kommt. Oder gibt es den vielleicht? Ich meine, ach, für die Marsch wäre das vielleicht ja, interessant. Ich bin nur noch am Überlegen, wie ich auf die Marsch umziehe. Ne? Also, ich denke, ich werde alles verkaufen, das Geld mitnehmen und mir alles neu kaufen. Ich muss nur noch gucken, wie ich das mit dem Inhalt von allem mache. Ah, den Weltcounter gibt es schon. Das ist natürlich schön. Ich habe ihn zwar nie gebraucht, weil eigentlich die Ballen immer nur gemacht, um sie dann in Ballenlager reinzupacken und von da aus habe ich dann die Produktionen versorgt. Ja, ich nicht. Autodrive. Hat schon mal jemand versucht, diese Flächen zu walzen? Ja, wenn man so diese Randflächen ja, dann mit der Grünlandwalze drüber zu gehen. Schon interessant zu wissen. Nicht mehr. Und hier hat er komische Sachen gemacht, ne? Wir doch froh sein, dass wir den dicken Fan genommen haben. Hallo Holy Connect, danke für den Follow. Kommt noch jemand so kurz vor Feierabend? 11 fährt er hier. Auf die höchste Geschwindigkeit, ich habe eben gar nicht drauf geachtet, wie schnell die. Dingen zeigt er ja auch nicht an, ja. Keine Ahnung. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier von Rand sehe. So. Das hat man eben noch liegen lassen. Wir nehmen natürlich alles mit. Hier eben ganz schönes Stück liegen lassen. So. Wo haben wir denn hier den Spatz? Da haben wir. Ich denke, hier werde ich irgendwann jetzt nochmal die ganzen, werde ich alles nochmal übermalen, dass diese dürren Büsche und Sträucher weg sind. Ich stören die einfach.
So, mal hier rum. Sollen wir das zum Abschluss noch machen? Uns schnell so eine Grünlandwalze mieten und damit mal schnell dahin fahren, um zu gucken, ob es geht oder nicht? Was haltet ihr davon? Ja, und das Ballen sammeln, das machen wir dann, das mache ich dann offline im nächsten Video. Irgendwohin abladen kann ich sie erst, wenn es hell ist. Ich weiß ja sonst nicht, wohin damit. Wir noch eine schöne Stelle dafür organisieren. Dann machen wir das doch. Das ist doch eine gute Idee, oder? Nehmen wir den hier. Schicken den mal schnell zum Fahrzeughändler. Wetter gleich ab. Haben wir jetzt zurück. So, was hat er denn hier eben gemacht? Diesen Klick. Oha. So, an den Klecks an der Seite kommen wir natürlich nicht dran. Da sagt er nämlich jetzt wieder nicht unser Land. Der scheint tatsächlich anhand der Menge, die er einsammelt, eine unterschiedliche Geschwindigkeit fahren. Ist ja auch cool, ne? Das heißt, wenn ich, ne, jetzt hier habe ich weniger, geht er bis auf 17 hoch. Also vorne fahren wir jetzt mal rüber, hier haben wir mehr. Geht auf einmal auf, oder ist das nur, wenn die besser? So, jetzt fahren wir die Strecke noch einmal wieder zurück. Dann haben wir alles eingesammelt. Ah, was das? Was das? Was das? Ah, als erstes gemacht. So. Ah, ist ja, jetzt geht die Geschwindigkeit runter und er ist ja noch beim Sammeln. Ne? Und trotzdem geht die Geschwindigkeit jetzt runter. Ich stehe mit dem Fuß voll auf dem Gas. Ne? Also daran kann es nicht liegen. So.
Anheben, ausschalten, zuklappen. Bringen wir den runter zum Feld. Aufnahmezeit geht auch schon wieder auf eine Stunde zu. Können wir wohl die Stunde diesmal nicht einhalten, weil machen wir ja jetzt noch fertig. Ne? Kinder da wollen ins Bett gehen. Das Feld ist fast fertig. Nur noch diese zwei Bahnen. Gut, wenn man jetzt sich gerade auf der, ich glaube, ich habe gesehen, Wild Wild West ist das, ne? Diesen riesigen Feldern oder diese Feldkarte, dann, ne? Wo dann eine Bahn eine Dreiviertelstunde braucht. Ne? Wenn ich gerade da unterwegs ist. So, dann leihen wir uns jetzt mal schnell. Grastechnik. Grünlandpflege heißt es. Ja, hier haben wir diese Ertragssteigerung von Wiesen. Ne? So ein Ding habe ich natürlich noch nicht. Deswegen miete ich das Ding jetzt auch nur, um es zu testen. So. Den Overpower sich mit 600 PS vor so eine Walze zu setzen. Oh mein Gott. Wenn das funktioniert, bedeutet das nämlich gucken, was es da bereits an guten Mods gibt. Also welche mit Farbwahl habe ich immer ganz gerne. So. Was haben wir denn da? Walze auf. Diese Dablo-Dinger, ne? Das ist echt was für Rennen. Ah, bis die aufgeklappt sind. Weihnachten und Ostern vorbei. Okay, das Ding hat 4,60 Meter Arbeitsbreite. Und man kann es nicht einschalten. So, dann fahren wir jetzt hier einfach mal rüber. Schön am Rand, weil wenn es was bringt, müssen wir hin und her fahren. So. Das sieht aber nicht so aus, als wenn das was bringt, ne? Theoretisch gehört uns das Land, aber das Walzen hier bringt nun mal gar nichts. Nüß. Gut, füllen wir das Ding jetzt ab. Gehen hier auf die gemieteten Geräte und geben es zurück. So. Dann gucken wir mal hier vorne rüber. Hier steht nämlich noch der Ball. So ein paar Ballen zum Einsammeln. Und mit dem Einsammeln der Ballen kommen wir dann auch zum Ende. Und natürlich auch zum Ende der YouTube-Folge. So, wir haben jetzt bereits 8 Ballen geladen. Also das Feld, der Feldrand da hinten hat uns 8 Ballen beschert. Ja.
So, 22 Uhr. Gleich geht die Sonne auf. Ist schon nicht mehr so dunkel wie um 9. Das heißt aber auch mit jedem Baumfällen, was ich mache, dauert das nicht an. Mit jedem Baumfällen, das ich mache, um die Holzversorgung des Sägewerks sicherzustellen, gibt es hier auch mehr. Was natürlich auch noch interessant ist für den Umzug der Marsch, was ist, wenn ich ein Silo verkaufe mit Inhalt, was ist, wenn ich eine Produktion verkaufe mit Inhalt? Wird der Inhalt dann mitverkauft oder nicht? Das wird dann quasi alles abhängig sein, mit wie ich auf die Marsch umziehe, weil ich natürlich schon nicht nur einen gewissen Preis für die Schreinerei wieder haben, den ich bezahlt habe, sondern ich will natürlich auch viel wie möglich. So, eben kam von irgendjemandem der Tipp, ich soll sie einfach aufgeladen lassen. Hört sich jetzt so ein bisschen an, als wenn der vorher schon abschätzen konnte, wie viel hier auf den Ballen Ladewagen. Denn wenn ich jetzt mal gucke, ich habe tatsächlich genau 24 Ballen drauf. Das Ding ist fort. So. Jetzt laden wir die noch irgendwo ab, wo sie nicht stören und wo sie in Ruhe gären können, weil wir haben ja noch eine Stelle, wo wir mähen können. Und da kommen bestimmt auch noch ein paar Ballen zusammen. Und zwar ist das hinterm Palettenlager zwischen in der Nähe in der Nähe von der Düngeproduktion. Wer hat sich das Video, mein Video angeschaut? Oder hier einfach am Windrad. Ja, ist auch nicht verkehrt hier, ne? Der Platz am Windrad. Ich denke, ein zweites Windrad bauen wir eh nicht mehr, weil das rentiert sich nicht mehr. Aber hier auf dieser Fläche, wo jetzt eh kein Gras mehr ist, können wir ja mal abladen. So, Ballen entladen ist die 9. Schauen wir doch mal, wie schön er hier die Ballen. Oh. Oh, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus, ne? Also nicht dran stoßen, weil dann rollt alles weg. Aber ordentlich. Das ist ordentlich. Apropos ordentlich. Zwei Maschinen sind noch wegzuräumen, aber ne, er hier muss zum Sammelfeld da abgestellt werden.
Ob wir gleich ernten können, wenn es wieder hell wird, ist ja die Frage. Aber ich werde auf jeden Fall mit dem weiteren Mähen warten, bis es wieder hell wird. Ja. Nachher auf der Marsch wird es definitiv wieder Grasfelder geben. Das reicht ja gerade so danach. Und wie viele von den Traktoren wir dann auch noch für die Ernte brauchen werden. Ja, wir haben ja jetzt schon, wo wir alles von Hand machen, haben wir ja jetzt schon zwei Traktoren im Einsatz. Für die Ernte werden wir dann einen Drescher im Einsatz haben. Und dann müssen wir mal überlegen, ob wir der Wechselbrücke den Drescher abfahren oder mit dem Ladewagen. Realistischer ist natürlich der Ladewagen. Ne, nicht. Ja, Ladewagen. Ja, das Ding, was zum Sammeln war, der Sammelwagen. Ja, jetzt haben wir hier erstmal wieder schön. Mal schön für Platz gesorgt. Sieht ein bisschen ordentlicher aus, jetzt wo es gemäht ist. Rolle hat leider nichts gebracht. Brauchen wir auch nicht nach einem Mod dafür zu gucken. Das Zeug gegärt ist. Mal hier ab. Ja, hier war. Er wieder zurück zur Halle. Er wird dann wahrscheinlich den Abfahrer spielen für den Mähdrescher. Je nachdem, was es an Aufträgen gibt, fahren wir selber, fahren wir nicht selber. Wahrscheinlich fahren wir selber. Das Spiel ja nicht als Farm Manager, sondern als Farm Simulator. Irgendwas mache ich immer selber. Habt ihr ja schon festgestellt. Klar, wenn man 5, 6 Aufträge hat, dann delegiere ich diese Arbeit auch mal gerne. Aber muss man ja nicht. Ja, damit kommen wir zum Ende. Gehen wir mal kurz in die Statistiken gucken. Was haben wir hier? Gepresste Ballen, 24. Ja, wie man sieht hier, ein paar hatte ich schon mal gepresst. Das waren die Missionen ganz am Anfang, aber er sät ja jetzt nichts mehr an. Spieldauer 1 Stunde. Ja gut, das liegt aber jetzt eher daran, weil wir zwischendurch noch geguckt haben nach diesen anderen Ballen. 2 Hektar geerntet. Ja, das heißt, wir haben heute 2 Hektar Gras gemacht. Denn was anderes haben wir ja nicht gemacht. Allerdings verstehe ich die Bearbeitungszeit von 5 Minuten nicht. Wir haben doch länger als 5 Minuten im. Oder waren es nur 5 Minuten, die wir quasi geerntet haben? War das nicht mehr? Gute Frage. Naja, es ist auf jeden Fall wieder eine ganze Menge mehr. Hier fehlt immer noch die Drivers Travel, wo auch immer die herkommt. Ich nehme an, sie kommt wahrscheinlich aus dem Autodrive, ja, und Missing, das heißt, wenn da vorne Missing steht, genau wie hier Missing, dann sind das fehlende Übersetzungen. Das muss aber nicht unbedingt am Autodrive liegen, könnte auch an dem fehlerhaften Übersetzungssystem liegen, das für die Dialoge keine Übersetzungen zulässt. Ja, die Ölmühle braucht auch wieder mal Oliven. Und da kümmern wir uns dann auch am nächsten Tag drüber drum. Na, hier sieht es. Mehl ist auch bald wieder voll. Ja, Brot und Kuchen nicht. Manche von diesen Sachen sind echt so langsam. Zucker, das wird auch nicht mehr lange dauern, bis das voll ist. Na, leider zeigt das einem hier ja nur an, was drin ist. So, was haben wir hier noch? Schafstall. Ich habe einen zweiten Schafstall ja gebaut gehabt. Das hatte ich übrigens vergessen in der ersten Folge von heute. Ich hatte noch einen zweiten Schafstall gebaut, weil der eine Schafstall einfach zu wenig war, für die Schneiderei zu bauen. Den habe ich
Ja, den habe ich hier hingesetzt. Und nur mit einer Sorte Schafe gefüllt. Und hier haben wir noch die Düngerproduktion, wo ich die Zutaten zu eingekauft habe, weil ich habe nun mal keine Kühe. Kleinen Kuhstall will ich nicht anfangen und einen großen Kuhstall kann ich mir nicht leisten. Deswegen habe ich das so gelöst. So, hier haben wir jetzt auch schon 3%, 4%, 8%. Ja, 8%, ja, geht schnell. Und ich denke dann, am nächsten Tag werden wir dann auch wieder ordentlich was haben. Und deswegen, ups, das war zu schnell. Okay, das geht irgendwie sehr viel zu schnell. Merkwürdige Sache. Gut, also das war der Stream dann für heute und natürlich auch auf YouTube. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Seid wieder dabei, wenn es weitergeht. Die nächste Folge, wenn ich nicht live im Stream spiele, dann werde ich versuchen, die aufzunehmen und die Folgen so mit und mit zu bringen, damit man hinterher nachgucken kann, was hat der dicke Achim denn so alles gemacht. Ne? Und ich denke, das wird lustig. Ne? Klein, bunt, lustig. Hier das Gras wieder ausschalte. Sehe ich den Gedüngtstatus vom Gras trotzdem. Das ist schon auch ein Fehler, ne? Also das war am 19er auch besser. Naja, gut. Ja, ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für die Subs und die Unterstützung, die ihr mir hier gebracht habt. Freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es nächste Woche Montagabend wieder heißt. Willkommen auf Oberon. Denn ich denke, so zwei bis drei Wochen wird es wohl noch dauern, bis ich die Marsch bei mir spielbar habe. Und wir werden ja nicht nur warten müssen, bis die Marsch spielbar ist, wir werden ja auch warten müssen, dann, bis noch die Bäume gefällt werden können. Wir haben heute nicht mal einen Tag gemacht und das in fast 3 Stunden. Kommt natürlich immer darauf an, was man zu tun hat, wie man zu tun hat und wie ernsthaft man das macht. Ihr habt festgestellt, wie ich das mache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Abend.